Elftens. Der wahre Sendbote göttlichen Dienens. Eines Spätnachmittags kehrten wir mit Elektra von einer Fahrt an der Küste des Mittelmeeres zurück und betraten gerade das Haus, als ein versiegelter Brief Rex vor die Füße fiel. Er hob ihn auf, öffnete ihn und las. Meine geliebten Kinder, reist morgen früh ab nach Indien, alles ist bereit. Wir sind glücklich, euch dort willkommen zu heißen. Saint-Germain. Unser Gastgeber von der Yacht hatte uns auf der Küstenfahrt nicht begleitet. Doch als wir am Landungsplatz eintrafen, begrüßte er uns mit der frohen Nachricht, dass wir sicher eine ruhige, bezaubernde Fahrt haben werden. Wieder glitten wir eilig durch das Rote Meer, einem der größten Kraftmittelpunkte geistigen Lichtes unseres Planeten zu. Leto setzte ihren Unterricht während der ganzen Fahrt fort, denn Saint-Germain wünschte, dass Bob und Rex die Stufe erreichen sollten, da sie bewusst und nach Belieben ihren physischen Körper verlassen und wieder betreten könnten. Am fünften Tage waren sie schon gut eingeübt und wollten nun, wie junge Leute sind, häufig mit ihren neu erworbenen Kräften Versuche durchführen. Doch Leto erlaubte es nicht. Sie erklärte, um diese mächtigen Kräfte der Ich-Bin-Gegenwart benutzen zu dürfen, braucht es einen sehr hoch entfalteten Sinn für geistige Ehre und Redlichkeit. Denn das große Gesetz des Seins erlaubt nicht, solche Kräfte für äußeren Gebrauch zu benutzen, es sei denn zu einem bleibenden guten Zweck. Wir müssen uns jederzeit bewusst bleiben, dass, wann immer wir leben, Stoff und Kraft des Universums zu bloßer Befriedigung der Sinne und ihres Genusses verwenden, nur Not und Zerstörung die Folge sein kann. Die mächtige Ich-Bin-Gegenwart arbeitet unaufhörlich daran, Vollkommenheit in all ihrer schöpferischen Tätigkeit aufzubauen, freizusetzen, auszudrücken und auszuweiten und dauernd Liebe, Frieden und Dienst in allem aufrechtzuerhalten. Wird den Empfindungen des Körpers und der äußeren Tätigkeit des Verstandes gestattet, sich auszutoben und den göttlichen Lebensplan des Einzelnen zu stören, so ist das Ergebnis Unheil und Misslingen. Der wahre Schüler des Lichtes wird seine Kräfte niemals nur zu Vergnügen und Sinnenlust einsetzen, weder zur Ausbeutung anderer Menschen noch zum Gelderwerb durch Vorführung gewisser Wunderleistungen. Die Lebensart der aufgestiegenen Meister liegt im Geben. Zuerst geben sie Liebe und Verehrung ihrer eigenen mächtigen Ich-Bin-Gegenwart und breiten und gießen sodann Liebe und Vollendung über alle Menschen und Dinge aus. Göttliche Liebe unbegrenzt und zu jeder Zeit auszusenden. Das ist die volle Anwendung des Gesetzes. Könnten die Menschen dies verstehen, so würde der Einzelne erkennen, dass er diese Flamme göttlicher Liebe selber ausströmen muss, ehe die Vollkommenheit, die er sich wünscht, in seine Welt fließen und dort Dinge für seinen Gebrauch freisetzen kann. Göttliche Liebe ist ein Gefühl, ein wirklicher Lichtstrahl, der aus der Flamme im Herzen kommt. Er kann so mächtig ausgestrahlt werden, dass er als Lichtstoff sichtbar und greifbar wird. Er ist die unbesiegbarste Kraft des Universums. Benutzt ihn, ihr Geliebten, ohne Einschränkung, und nichts wird euch mehr unmöglich sein. Durch ihr Wesen und ihre Schulung
war Leto eine ruhige, gütige, allzeit beherrschte Lehrerin. Auch waren wir erstaunt über die Kraft, die sie plötzlich zeigen konnte, wenn sie unserem Bewusstsein ein gewisses Verständnis des Gesetzes einzuprägen wünschte. An übermütige Anwendungen, wie Bob und Rex sie gerne verübten, war sie nicht gewöhnt. Sie machte uns allen auch unmissverständlich klar, dass solche Bedürfnisse in der Betätigung dieser großen kosmischen Gesetze keinerlei Rollen spielen durften. Das kosmische Gesetz wirkt, fuhr sie fort, wann immer die Gedanken und Gefühle die Kraft lenken und prägen. Diese nimmt keine Rücksicht auf Personen, Orte, Verhältnisse, Dinge, Beweggründe, Unwissenheit oder Erkenntnis, so wenig wie ein elektrischer Strom, der durch eine Kraftmaschine läuft. Schaltet ihr die Kraft ein, so wirkt sie entsprechend der Richtung, die ihr gegeben wird. Das ist eine Tatsache, die manche Schüler nicht zu verstehen scheinen, oder sie möchten nicht die zugehörige Verantwortung tragen. Doch die Wahrheit des Gesetzes allein ist es, womit wir uns zu befassen haben. Es ist unsere Aufgabe, die genaue Wahrheit des Gesetzes den Menschen zu zeigen. Weigern sie sich, diese zu verstehen und ihr zu gehorchen, so werden ihre Leiden zunehmen, bis sie die harte Schale ihrer Halsstarrigkeit und Selbstsucht sprengen und der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart alle Herrschaft überlassen, entsprechend der Vollendung des Lebens. Scherzt daher nie über die Gotteskräfte, weder in Gedanken und Gefühlen noch in gesprochenen Worten, das würde unweigerlich großes Herzleid in eure Welt ziehen. Beherrscht eure Stimmungen durch unbeugsamen Willen, wann immer ihr die Kräfte der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart benutzt. Um die größeren Schöpfungen der Ich-Bin-Gegenwart zu vollbringen, muss sich der Einzelne dieser Gegenwart in seinem Inneren bewusst werden, sie fühlen und wissen, dass die eigentliche Lebenskraft, die sein Herz zum Schlagen und seine Lunge zum Atmen bringt, ständig aus seinem Elektronenleib in seinen physischen Körper fließt. Sein Elektronenleib ist vom wahren Herzmittelpunkt des kosmischen Lebens des Universums, der sogenannten Zentralsonne, in den Raum projiziert worden. Diese reine Lebensenergie, die unaufhörlich in das Gemüt und den Körper des Einzelnen herabfließt, ist die dreieinige Tätigkeit des Höchsten, die in alle Unendlichkeit wirkt. Sie ist Intelligenz, Stoff und Kraft, das eine universale Licht, aus dem alle Gestaltung kommt. Zu allen Zeiten untersteht diese Kraft der bewussten Lenkung und Benutzung durch das Individuum mit seinem sehr selbstbewussten, individualisierten, freien Willen. Die Mineralien, Pflanzen und Tiere können diese Tätigkeit nicht beherrschen, denn die Flamme des Gotteshauptes allein ist mit selbstbestimmendem, freien Willen ausgestattet. Je größere Aufmerksamkeit wir der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart zuwenden, desto mehr werden wir von den weiten Reichen der Weisheit, die sich vor uns ausbreiten, erfahren. Je tiefer wir die unermessliche Verantwortung und die unbegrenzten Möglichkeiten erkennen, die uns offenstehen, desto inniger werden wir die mächtige Ich-Bin-Gegenwart in unserem eigenen Herzen bitten, uns alle Dinge zu lehren. Wer Weisheit wünscht, muss seine Aufmerksamkeit der einzigen Quelle der Weisheit, der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart, zuwenden.
Nur wenn er das Ich Bin anerkennt, kann der erste Impuls gegeben werden, der jene Weisheit für den äußeren Gebrauch des Einzelnen freigibt. Durch Anerkennung wird die erste Welle hinaus in die physische Tätigkeit geschickt. Sonst bleibt sie immer da ruhend im Bewusstsein des Ich Bin. Ihre Freisetzung kann nur durch den Befehl des selbstbestimmenden Willens der Flamme Gottes erfolgen. Lernt diese Eigenschaften und Tätigkeiten Gottes aus dem eigentlichen Herzen des Universums hervorrufen und dann wendet sie in Liebe an, um alles Leben zu segnen. Tut ihr dies, so gibt es keine Höhe, die ihr nicht erreichen könntet, keine Gabe, die euch das Leben versagen würde, sofern ihr nur versteht, welcher Teil in euch Ich Bin sagt und ihr willig seid, alles Leben in Liebe zu segnen. O, braucht es doch euer Wissen um die Ich Bin-Gegenwart, das ihr nun erworben habt, und besteht darauf, zu lieben und überall das Leben zu segnen. Dann werdet ihr sie weit öffnen, die Schleusentore der Freiheit, die Reiche und Tätigkeiten des Unbegrenzten, die natürliche Welt und das Leben der aufgestiegenen Meister. Wendet euer Wissen nun an, und immer mehr wird euch zuströmen, so sicher, wie euer Herz schlägt und euer Geist denkt. Beim Abendessen des siebenten Tages unserer Fahrt kündete unser Gastgeber uns an, wir würden Bombay spät am folgenden Abend erreichen, jedoch bis zum nächsten Morgen an Bord bleiben. Bombay ist einer der schönsten Häfen. Als unsere Yacht anlegte, wurden wir von dem indischen Meister Shananda begrüßt, dem wir durch unseren Gastgeber vorgestellt wurden. Wir fuhren zum Bahnhof und fanden dort einen Privatwagen für uns bereit. Alles war vorgesorgt, dass wir unseren Bestimmungsort mit Behaglichkeit erreichten. Hier wurde uns der Plan unseres Aufenthaltes in Indien mitgeteilt. Wir fuhren zuerst nach Kalkutta und blieben dort 2 Tage wegen gewisser Arbeiten. Es war eine herrliche Fahrt, von der großen Hitze im Freien merkten wir im Wagen nichts. Viele herrliche Landschaftsbilder glitten vorüber. Kurz nach Bombay vermissten wir Bob. Wir suchten ihn, fanden ihn dann in seinem Abteil und merkten, dass er seinen Körper verlassen hatte. Sogleich warnte uns Leto: Berührt seinen Körper nicht. Bob ist mit Meister Shananda weggegangen. Einen Augenblick hatte Nada hart zu kämpfen, um sich zu beherrschen und ruhig zu bleiben, denn dies war das erste Mal, dass Bob ohne Vorbereitung seinen Körper verlassen hatte. Doch bald war sie ihrer Gefühle wieder Meister. Nach etwa 2 Stunden trat Bob wieder zu uns in den Aussichtswagen. Er war so ruhig wie immer. Wir fragten natürlich, wo er gewesen sei und was er erlebte. Doch er wollte nichts erzählen und sagte schließlich: Jeder von uns möge seine Erlebnisse streng in seinem Bewusstsein bewahren, bis wir unser Ziel erreicht haben. Dann können wir unsere Aufzeichnungen vergleichen. An diesem Nachmittag waren Nada und Pearl 2 Stunden abwesend und am nächsten Morgen verließen Rex und ich unsere Körper. Jeder von uns hatte praktisch die gleichen Erlebnisse, denn wir wurden geschult, genau zu beobachten. Shri Singh, der Bruder, der Shananda vertrat, war sehr erfreut, doch äußerst schweigsam. Er sprach nur zu ganz bestimmten Zwecken. Als wir in Kalkutta eintrafen,
erschien Chananda wieder bei uns. Beim Essen sagte er mit seinem magischen, strahlenden Lächeln: Ich beglückwünsche euch zu der furchtlosen Art, in der ihr frei eure Körper zu verlassen vermögt. Das erleichtert uns allen die Aufgabe sehr und öffnet große Möglichkeiten des Dienens. Leto, meine Schwester, du bist eine äußerst tüchtige Lehrerin und hast vorzüglich gearbeitet. Nur in dieser Freiheit, meine Freunde, ist euch gestattet, den vollen Gebrauch der kosmischen Strahlen zu erkennen, zu fühlen und zu benutzen. Ihr seid nun soweit, aus der Schulung mit uns den vollen Gewinn zu ziehen. Elektra und unser Gastgeber von der Yacht schwiegen, beobachteten jedoch alles sehr scharf und wurden bestimmt ähnlich wie wir geschult. Wir spürten in allem die große Kraft bewusster Belehrung. Jedes Geschehen hatte seinen wohlbedachten Sinn und Zweck. Wir kamen in Kalkutta an und fuhren in großer Geschwindigkeit etwa eine halbe Stunde, bis wir vor einem herrlichen Wohnsitz in vornehmster Lage der Stadt anhielten. Chananda führte uns ins Haus. Er sagte, er gehöre im Geheimen der großen weißen Bruderschaft an und würde von ihr geführt. Das Innere war ein vollkommener Traum von Schönheit, vorbildlich für viele der Wunder Indiens. Es atmete Weisheit, Licht und Reinheit uralter Vollkommenheit. Wir gingen unverzüglich in den Ratssaal im zweiten Stock, wo die Bruderschaft bereits versammelt war. Wir bemerkten, dass am oberen Rande der Ehrentafel Sitze frei geblieben waren. Chananda führte uns dorthin und übernahm den Vorsitz. Erst jetzt erfuhren wir, dass er das Haupt des Rates von Indien war. Als alle bereit waren, begann der geschäftliche Teil der Sitzung. Einige der aufgestiegenen Meister wurden ersucht, gewissen Engländern in Indien, die sich ernstlich um Verwirklichung des Guten bemühten, ihren Schutz zu gewähren. Unterstützung sollte auch eine Gruppe von Suchern finden, die wohl viel Gutes leisteten, doch in ihrer äußeren Tätigkeit zu wenige scharfe Unterscheidungen trafen, weil ihr Eifer oft größer war als ihre weise Einsicht. Nach Schluss der Verhandlungen wurden wir allen Mitgliedern vorgestellt und erlebten eine frohe Stunde der Geselligkeit. Wir fuhren zurück zu unserem Privatwagen. Er war auf ein Nebengleis verschoben worden, mitten in einer Art Blumengarten mit einem herrlichen Springbrunnen vor den Fenstern unseres Mittagstisches. Wir bewunderten die Fähigkeit Chanandas, überall die Schönheit zu verwirklichen. Er antwortete mit seinem Lächeln, das immer eine Empfindung wie Sonnenschein weckte: Es ist wirklich viel leichter, die Schönheit zum Ausdruck zu bringen, als etwas anderes. Denn sie ist natürlich und der wahre Ausdruck der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart in allem. Wer diese herrliche Gegenwart wahrhaft annimmt und sie als Gottheit empfindet, die alle Dinge durch und für ihn tut, der bringt seine übrige Tätigkeit mit ihrer wundervollen Schönheit und Vollendung in Einklang. Nur wer diese herrliche Gottgegenwart in sich bejaht, kann ein wahrer Sendbote göttlichen Dienens werden. Beginnt dann die Vollkommenheit der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart, sich in höherem Grade in der äußeren Tätigkeit zu verwirklichen, so stellt sich der ganze Mut und die innere Sicherheit ein, denn zuletzt sieht und fühlt das persönliche Selbst die mächtige innere Gegenwart und kennt ihre volle Kraft
Hoheit und Meisterschaft. Am nächsten Tag wurden wir in einen der alten Tempel geführt, in dessen unterirdischen Räumen eine Arbeit vor sich geht, von der die äußere Welt nichts träumen kann. Beim Nachtessen sagte uns Chananda, wir würden früh am nächsten Morgen nach Darjeeling reisen und unterwegs frühstücken. Die Gegend war prachtvoll und bezaubernd, das Erlebnis, die riesigen Eisgipfel immer näher kommen zu sehen, je höher wir fuhren. Doch bald spürten wir den veränderten Luftdruck, denn wir waren mehr als 2300 Meter gestiegen. Wir erreichten die Höhe zur rechten Zeit, um in der klaren Luft einen herrlichen Sonnenuntergang zu erleben. In der Ferne erhob sich überirdisch schön der Mount Everest mit den anderen berühmten Gipfeln. Die Hoheit und ragende Gegenwart dieser Berge und das Geheimnis vieler Zeitalter, das sie umkleidet, weckte in uns stärker denn je die tiefe Sehnsucht, das innerste Herz der großen Weisheit zu erreichen, uns als Teil von ihm zu empfinden und seinen Segen allen Menschen spenden zu können, damit auch sie endlich ihr Glück zu finden vermöchten. Ich schlage vor, sagte Chananda, heute Nacht hier zu bleiben und von dieser besonderen Stelle aus den Sonnenaufgang zu erleben. Er wird morgen in Verbindung stehen mit einer gewissen kosmischen Tätigkeit. Erst nach 70 Jahren wird sich ein solches Zusammentreffen wiederholen. Um 3 Uhr standen wir auf und ritten auf kleinen Pferden höher in die Berge bis zu einer Stelle, die uns einen völlig freien Blick nach Osten gewährte. Als wir dort eintraten, begann das Frühlicht des kommenden Tages schon heller zu werden. Nach wenigen Sekunden schossen große Lichtstrahlen jeder vorstellbaren Farbe zum Himmel empor, volle 10 Minuten lang. Es war, als ob das Licht selbst sich der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart des Lebens erfreute. Als dann die große goldene Scheibe aufstieg, durchdrang eine bebende, sprühende Strahlung unsere Körper bis ins innerste Gewebe. Noch nie hatten wir eine solch belebende Wirkung des Sonnenlichtes erfahren. Stundenlang hielt sie an, und heute noch durchflutet mich bei ihrer Erinnerung ein herrliches Gefühl. Nach solchem Geschehnis weiß man, dass die mächtige Meisterintelligenz des Universums immer noch am Steuer ist und die Geschicke unserer Erde und der Menschheit leitet, obwohl die äußere Erscheinung des Chaos das Gegenteil zu beweisen scheint. In euren Körpern, sagte Chananda, habt ihr eine leichte Wirkung der kosmischen Strahlung verspürt, die heute von großen kosmischen Meistern der Erde geschickt wurden, um in diesem Zeitabschnitt der Menschheit in ihrem äußeren Ringen zu helfen. Sie strahlen ihr Liebe, Mut und Kraft zu, damit der Einzelne in dieser Periode gewaltiger Wandlungen durchzuhalten vermag, seine inneren Körper erleuchtet werden und die mächtige Ich-Bin-Gegenwart ihre Vollkommenheit in und durch das äußere Selbst freisetzen kann. Wer von euch für den Gebrauch dieser Strahlung geschult wird, lernt mächtige Ströme der Lichtessenz bewusst zu lenken, zum Segen der Menschen, Ströme heilender Kraft und ausgleichender Liebe. Nur wenige sind bereit, die Beherrschung dieser gewaltigen Strahlen zu erlangen. Sie werden nun ausgebildet. Diese großen Ströme verdichteten Lichtes und reinen Stoffes
werden dann angezogen, gemildert und wieder ausgeschickt, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. So leicht wie heute ein Scheinwerfer die Orte, über die seine Strahlen gleiten, erleuchtet und sichtbar macht. Kommt nun, wir müssen zurückkehren und den Leiter des Rates von Darjeeling in seinem Hause aufsuchen. Wir ritten zurück und wurden in einem schönen Wagen zum Wohnsitz des Meisters gefahren, zu den lieblichen Hügeln in der Umgebung der Stadt. Ringsum dehnten sich schöne Anlagen aus, mit stattlichen Bäumen, und weit schweifte der Blick über dieses wundervolle Land. Wir wurden angemeldet und dem Leiter dieses Zweiges der großen weißen Bruderschaft vorgestellt. Es war ein großer, stattlicher Mann mit dunklen Augen, deren Blick uns ganz zu durchdringen schien, jedoch auch milde sein konnte wie die Augen eines Rehes. Zu unserer Überraschung trug er keinen Turban. Sein herrlich weiches, dunkelbraunes Haar fiel in Locken bis auf die Schultern. Er war sehr freundlich und hieß uns herzlich willkommen. Ein herrlicher Friede umgab ihn und erfüllte das ganze Heim mit seiner wunderbaren Strahlung. Er fragte uns nach unserer Reise und ob der Sonnenaufgang uns gefallen habe. Dann lud er uns zum Abendessen ein. Er sprach sehr offen und erzählte viel Wunderbares über Indien, zu unserer Freude auch Sagen über das Himalaya-Gebirge, eine davon über einige Höhlen im Herzen dieser Berge. Er sagte dazu: Einige dieser Höhlen werdet ihr sehen, während ihr in Indien weilt, denn ich weiß, dass ihr Sinn habt für die alten Urkunden der Menschheit, die in einer von ihnen aufbewahrt sind. Sie werden heute der äußeren Welt noch nicht bekannt gegeben, weil die Menschen noch nicht das Verständnis und die geistige Kraft dazu haben. Die Rasse ist ruhelos und kritiksüchtig. Dies wirkt sich sehr zerstörend aus. Solche Gefühle der Verneinung erzeugen Fanatiker verschiedenster Art, deren Vorstellung über dieses wundervolle Universum derart eng und kindisch ist, dass sie zu zerstören suchen, was ihren eigenen, dürftigen Meinungen über Sinn und Plan der Schöpfung nicht entspricht. Diese missgeleitete, selbstsüchtige Unwissenheit innerhalb des Menschengeschlechtes ist verantwortlich für all den Missklang der Zeitalter hindurch und für die Zerstörung vieler Urkunden, die Licht auf wichtige Fragen hätte werfen können. Es waren ungezügelte, bösartige Gefühle, die zur Zerstörung der wundervollen Bibliothek von Alexandria und der erstaunlichen Urkunden der Inka-Kultur führten. Trotz dieser früheren Verluste haben die aufgestiegenen Meister der großen weißen Bruderschaft solche zerstörenden Antriebe immer vorausgesehen. Alle wichtigen Urkunden sämtlicher Kulturen zurückgehalten und aufbewahrt, sodass die weniger wichtigen durch die fanatischen Übeltäter gefunden und zerstört werden konnten. Eines Tages, wenn die Menschen dazu reif sind und es keine Gefährdung dieser Urkunden mehr gibt, werden sie an einem auserwählten Orte als wunderbare Bibliothek solchen Menschen der äußeren Welt zur Verfügung gestellt, die dazu würdig befunden werden. Dies wird geschehen, sobald die Menschheit genügend erleuchtet ist und keine teuflischen Vernichtungen heutiger Zeiten mehr vorkommen können. Aufgewühlt
Durch die wilden Kräfte zerstörerischer Gedanken und Gefühle hat das Menschengeschlecht das Sichtbare wie das Unsichtbare mit Gedankenbildern ungezügelter Leidenschaft, Furcht, Vernichtung und blindem Hass belastet. Diese klammern sich an die menschlichen Wesen, die sie erzeugt haben. Doch ebenso an andere, die ähnlichen Gefühlen der bösen Kraft Einlass gewähren. Die Menschen haben fast kein Verständnis für die Wirkungen, die sie auslösen, wenn das persönliche Selbst Empfindungen der Erregung, des Ärgers, des Hasses, des Neides, der Eifersucht, der Kritik oder der Verurteilung aussendet. In jedem Einzelnen stellt die Gefühlsseite der menschlichen Natur die weibliche Tätigkeit des Bewusstseins dar. Das Denken ist die männliche Tätigkeit des Bewusstseins. Ein Gedanke wird im äußeren Leben erst aktiv tätig, wenn er durch den Empfindungsleib geht. Das Gefühl verdichtet sich auf dem Gedankenbild, auf dem atomischen Stoff der äußeren Lebenstätigkeit. So empfängt der Gedanke auf seinem Wege durch den Empfindungsleib ein Kleid. Von da an ist er als selbstständiges, lebendiges Wesen außerhalb des Bewusstseins des Menschen vorhanden. Millionen haben ihre Plattitüden niedergeschrieben und verbreitet und göttliche Liebe als das Gesetz des Lebens gepredigt. Doch wer weiß, wie das Gefühl göttlicher Liebe bewusst und nach Belieben und in unbegrenzter Fülle erzeugt werden und an die Stelle der Erregung, des Hasses und alles Ähnlichen als Welle wirklichen Kraftstoffes in den eigenen Empfindungsleib gebracht werden kann. Dies ist nicht nur möglich, es ist unerlässlich, wenn die Menschen ihre Leiden und Nöte überwinden und stattdessen die Vollkommenheit zum Ausdruck bringen wollen. Die Persönlichkeit kann nur immerwährend harmonisch sein, wenn sie bewusst mit göttlicher Liebe erfüllt ist. Wären verstandesmäßige Darlegungen des Gesetzes des Lebens und Gebete die Wege zur Vollkommenheit, zu Glück und Frieden, so hätten all die Predigten, die auf Erden gehalten wurden, schon längst genügt, um 100 Planeten zu erleuchten und vollkommen zu machen. Wären Gebete, die meist nur eine lange Reihe von »Ich möchte« oder von »O Herr, gib uns« beinhalten, Wege zur Befreiung von aller Not, so hätten all die Gebete, die auf Erden schon gemurmelt oder gesprochen wurden, Dutzenden von Menschheiten die Vollkommenheit gebracht. Ich sage nicht, Gebete hätten nie etwas Gutes gewirkt, sie haben es. Doch ein Gebet sollte den Verstand beruhigen und die Gefühle besänftigen, damit die Persönlichkeit das Ausströmen der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart empfinden und die Antwort aus seinem eigenen Innern empfängt. Beten sollte ein Hinfließen der Liebe und des Dankes zur Gegenwart sein, im Jubel für die unbeschränkten Gelegenheiten und alle guten Gaben, die das Leben birgt. Gern schmeichelt die äußere Welt ihrer Eitelkeit durch das Gefühl, sie habe selbst die Fähigkeit, große Dinge zu vollbringen. Doch im Bereich der Beherrschung und Vervollkommnung der Gefühle ist die äußere Welt noch in wildem Urzustand. Noch peinigen menschliche Wesen andere wie sich selber durch überwallende Gefühle, so sicher, wie der Skorpion es mit seinem Stachel tut. Wenn Menschen andere kritisieren und bekämpfen, die nicht mit ihnen übereinstimmen,
So geschieht dies in unserer modernen Welt mit vorherrschend bösartigen Empfindungen. Sogenannte gebildete Menschen begehen jeden Tag der Woche Morde, indem sie ärgerliche und erregte Gefühle aussenden, die in anderen die höheren Impulse töten. Es ist vor allem das Empfindungsleben der Rasse, das erlöst werden muss, errettet aus seiner selbstgeschaffenen Zerstörung. Ehe nicht der Einzelne die Notwendigkeit der Selbstbeherrschung im Bereich seiner Gefühle bei wachem Bewusstsein einsieht und zu verwirklichen sucht, ist es unmöglich, eine dauernde Vorwärtsbewegung aufbauender Art zu erreichen. Alles Vollbringen, das nicht durch das Gefühl göttlicher Liebe gelenkt wird, ist vergänglich, da nur göttliche Liebe der Weg zu dauernder Vollendung ist. Es ist betrüblich zu sehen, wie das Menschengeschlecht seit Jahrhunderten seine Zeit und Kraft dazu verwendet, um durch Gedanken Dinge zu erschaffen, und wie es zur gleichen Zeit durch wirre Gefühle stets seine Schöpfung wieder in Stücke reißt. Das kommt von der kindischen, widerspenstigen Weigerung, den ewigen Plan der Vollendung zu erfüllen. Die Stunde hat nun geschlagen, da das große kosmische Gesetz, das dieses Weltensystem regiert, in unserer ganzen Planetengruppe eine gewaltige Ausweitung des Lichtes der mächtigen Ich Bin-Gegenwart freisetzt. Wer die Kraft dieses Lichtes nicht aufzunehmen lernt, wird durch sie aufgezehrt. So möge sich die Menschheit nicht länger durch die Idee beherrschen lassen, sie könne weiterhin Zerstörerisches erzeugen und dennoch überleben. Das Ende des Abschnittes der früheren Kraftausgabe ist gekommen. Alle Dinge werden neu gemacht. Lasst ihn, der geschäftig herumeilt und sich abmüht, einhalten und lesen, damit er den Weg des Lichtes gehen lerne, solange es noch Zeit ist. Es ist kein Übel, weder auf Erden noch anderswo, es sei denn, menschliche Wesen hätten es selber erzeugt, irgendwo und irgendwann. Meist geschah es in Unkenntnis, doch oft durch bewussten Willen solcher, die bessere Einsicht haben und genau wissen sollten, dass sie Unrecht handeln. Wir sind kürzlich in eine neue Ära eingetreten. Der Einzelne, der jetzt noch seinen Verstand missbraucht, um zerstörende Tätigkeiten zu begünstigen, der wird durch unvermeidlichen Rückstoß seine eigene Zerstörung erfahren. Sie wird rasch und bestimmt erfolgen, denn die heutige Aktivität hat solche Geschwindigkeit erreicht, dass der Rückschlag bisweilen schon nach Stunden, Wochen oder höchstens Monaten fällt, wo früher dazu Jahre benötigt wurden. Die aufgestiegenen Meister sind unaufhörlich an der Arbeit, den Menschen dieses Verständnis und diese Einsicht zu vermitteln. Und unsere Sendboten versuchen, die Wahrheit so klar wie möglich im Bewusstsein der Menschen zum Aufleuchten zu bringen. Es wird bald Zeit zum Essen. Diener werden euch eure Zimmer zeigen. Sobald ihr euch etwas erfrischt habt, kommt zu Tisch. Bald kündeten herrliche Glocken das Mahl an. Unser Gastgeber bot Nada seinen Arm und führte uns in einen herrlichen Festsaal, der wenigstens 500 Menschen Platz bot. Er erklärte: Dies ist in Wirklichkeit unser Ratssaal. Am Abend werden alle Mitglieder des Rates von Darjeeling sich hier versammeln. Wir erfreuten uns eines köstlichen Mahles, während unser Gastgeber uns weiterhin aus der Fülle seines Wissens reich beschenkte.
Nach dem Essen entschuldigte er sich, da er die Ratssitzung des Abends noch vorzubereiten habe. Er ließ uns unter der Obhut von Shananda, der uns berichtete. Unser Gastgeber ist ein Bruder von sehr hoher Weisheit und Kraft und doch die wahre Verkörperung von Sanftheit und Güte. Um 9 Uhr kehrte er zurück und bot Leto seinen Arm, um uns in den Ratssaal zu führen, wo bereits 200 Mitglieder der großen weißen Bruderschaft versammelt waren. Er übernahm den Vorsitz und hieß uns zu seinen beiden Seiten Platz nehmen. Er eröffnete die Sitzung und begann mit den Verhandlungen. Wieder waren wir sehr stark beeindruckt von der Größe der Weltprobleme, nach deren Lösungen hier gesucht wurde, besonders in Fragen um Europa. Dann wurden manchen Brüdern weitere Aufgaben zugewiesen. Nach der Sitzung wurden wir vielen Mitgliedern vorgestellt. Wir standen in geselligem Gespräch, als ich bemerkte, dass Rex in starker Erregung an etwas arbeitete. Er hielt eines der Mitglieder scharf im Auge. Plötzlich ging er rasch und kühn zu unserem Gastgeber. Er machte ihn darauf aufmerksam, dass ein Spitzel im Saale ist, und wies auf den Mann. Einen Augenblick schien es, als ob die Kraft des Leiters den Rat von Rex zerdrücken werde. Doch er war in göttliche Würde gekleidet, die niemals zurückweicht. Der Gastgeber gab zur Antwort: Dies ist eine schwere Anschuldigung. Sie wird zu beweisen sein. In diesem Augenblick kam der fragliche Mann auf Pearl zu und bemerkte, dass er beobachtet wurde. Er griff in die Falten seines Gewandes, zog etwas heraus und führte es zum Munde. Pearl ergriff es, flink wie ein Blitz, und Bob, der in der Nähe stand, fasste mit einem Sprung von hinten die Handgelenke des Mannes und hielt sie fest, wie mit Stahlspangen. Durchsucht ihn, sagte Pearl, als unser Gastgeber vortrat. Rex, ohne eine Erlaubnis abzuwarten, ging rasch alle Taschen durch. Er brachte alle nötigen Beweisstücke hervor. Der Beschuldigte arbeitete als Spion. Als der Leiter in einigen Schriftstücken, die Rex ihm aushändigte, gewisse Namen sah, war er sehr überrascht, denn der Spitzel, ein gebildeter Afghane, war durch die Regierung, die nur zu zerstören sucht, nach Indien geschickt worden und hatte sich in die äußeren Reihen dieses Rates hineingeschlichen, um Auskünfte zu erhaschen und an seine Auftraggeber weiterzuleiten. Auf ein Zeichen hin eilte einer der Brüder herbei und führte den Spion ab. Bruder Rex, sagte nun unser Gastgeber mit freundlichem Lächeln, du hast der Sache des Lichtes gut gedient und unserer Bruderschaft einen wichtigen Dienst erwiesen. Kürzlich sickerte von unseren Tätigkeiten etwas nach außen. Sage mir, wie bist du seiner Absicht bewusst geworden? Er hat uns sehr geschickt getäuscht. Die innere Kraft meiner Ich-Bin-Gegenwart hat meine Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, antwortete Rex. Und als ich seine Augen beobachtete, spürte ich, er muss ein Betrüger sein. Alles geschah so rasch, dass ich in der äußeren Tätigkeit meines Verstandes kaum wusste, was geschah. Hätte nicht Pearl mein Zwillingsstrahl mitgewirkt, wir wären zu spät gekommen. Äußerlich mögt ihr drei nicht gewusst haben, worum es ging, gab der Gastgeber zurück. Doch die mächtige Gegenwart des Ich Bin hat mit unbeirrtem Entscheid gehandelt. Ihr seht, meine Geliebten,
wie die Zwillingsstrahlen blitzschnell als vollkommene Einheit handeln können, wenn der großen inneren Gegenwart die volle Herrschaft übertragen wird. Meine Schwester und mein Bruder, fuhr er fort und reichte seine linke Hand Pearl und seine rechte Rex. Ihr werdet für die mächtige Ich Bin-Gegenwart, die große weise Bruderschaft und die Menschheit Großes vollbringen. Ich segne euch für diese Dienste. Was wird mit dem Spion geschehen? Fragte Pearl. Der Leiter antwortete: Der Bruder, der ihn abführt, weiß, was zu tun ist. Lasst uns den Zwischenfall vergessen. Euer Dienst an der Bruderschaft aber wird nicht vergessen werden. Unterdessen waren die meisten Gäste gegangen. Wir sagten dem Leiter Lebewohl, da wir am nächsten Morgen Darjeeling verlassen wollten. Wir fuhren gleich nach Benares, der heiligen Stadt der Hindu und einer der ältesten Städte Indiens. Als wir dort einfuhren, spürten wir deutlich eine aufrichtige Frömmigkeit in der Atmosphäre. Man stelle sich unsere Freude vor, als wir als erste Person unseren lieben Freund Alexander Gaylord trafen, der wenige Stunden vorher in Benares eintraf. Rex, Bob und ich stürzten auf ihn zu, als der Zug hielt. Als unser Freund, der Besitzer der Yacht, ihn begrüßte, blickten sie sich in großer Liebe und einem Verstehen an, das durch enge Verbindung während Jahrhunderten heranreifte. Als Leto, Gaylords Zwillingsstrahl, herzutrat, nahm er sie in seine Arme und an sein Herz. Dann stellte Shananda Elektra vor und sagte: Wir sind heute Abend Gäste eines der ältesten Räte Indiens. Es wird ein rein geistiges Fest sein, euch gewidmet. Alle Mitglieder des Ordens werden ihre nahtlosen Gewänder tragen. Um 6 Uhr werde ich euch abholen. Wir kehrten in unseren Wohnwagen zurück und bereiteten uns auf den festlichen Abend vor. Als Shananda zurückkam, war er in Begleitung seiner Schwester Naya, einem wunderschönen jungen Mädchen, wenigstens dem Aussehen nach, und wir wurden ihr vorgestellt. Wir fuhren zu einem herrlichen Bau auf einer Anhöhe, von der aus wir die ganze Stadt überblickten. Die Schönheit der Anlage und Umgebung ließ uns in bewundernden Worten unserer Freude Ausdruck geben. Wir betraten eine kreisrunde Halle aus rosafarbenem Marmor mit Adern von zartem Grün und 7 weißen Marmorsäulen. Sie wirkte warm, vornehm und sehr schön. Naya führte uns zu den Ankleideräumen, wo wir uns in unsere nahtlosen Gewänder kleideten, dann zu einem großen gewölbten Torbogen, der sich vor uns öffnete und uns in den großen herrlichen Ratssaal eintreten ließ, der ganz aus weißem Marmor gebaut und mit Gold auserlesen geschmückt war. Leuchtkörper sahen wir keine, doch der Saal erstrahlte in einem wunderbaren sanften Licht. In dieser mächtigen Halle konnten wenigstens 500 Menschen sitzen. 200 waren bereits anwesend. Heute Abend werden wir durch 3 göttliche Gäste beehrt werden, kündigte Shananda an, nachdem er uns allen vorgestellt und wir uns gesetzt hatten. Lasst uns über das große Prinzip des Lebens nachsinnen. Über die mächtige Ich Bin-Gegenwart, bis Musik unsere Meditation beendet. Bald begannen die weichen Töne großer Glocken zu erklingen.
als wir aufsahen und zum oberen Ende der Tafel blickten, wo vorher drei leere Sessel standen, konnten wir kaum unsere Ausrufe der Freude und des Staunens unterdrücken. Dort stand unser geliebter Saint-Germain und links neben ihm Nada Rayburn, rechts Daniel. Alle erhoben sich zu Ehren dieser gesegneten Wesen, unserer Ehrengäste. Unsere Freude war so groß, dass wir aufspringen und zu ihnen hineilen wollten zur Begrüßung, doch etwas in uns beherrschte alle äußere Handlung und wir neigten uns tief in ruhiger Würde und liebender Achtung. Chananda sprach zu uns allen: Ich stelle euch unseren geliebten Bruder im Licht Saint-Germain vor und seine beiden Gäste, Nada und Daniel Rayburn, die als seine Schüler in Amerika ihre Körper erhöhten. Unsere Schwester erhöhte ihren Körper nach dem Ereignis, das der äußeren Welt als tot erscheint. Unser Bruder Daniel kam ohne diesen Durchgang zu seinem Siege. Nach dieser Erklärung flammte das Licht in und um Chananda in blendender Strahlung auf und er fuhr fort: Unser geliebter Bruder und Ehrengast Saint-Germain wird nun den weiteren Verlauf des Abends leiten. Saint-Germain verneigte sich zustimmend in seiner liebreichen Würde und antwortete: Unser heutiges Festessen wird uns aus der kosmischen Küche aufgetischt. Viele von euch hörten schon von solchen Geschehen, erlebten aber noch nie eine Verwirklichung. Im großen kosmischen Lagerhaus, das euch umgibt, ist allgegenwärtig der Stoff, aus dem alles, was das Herz begehrt, erschaffen werden kann. Die herrlichen Festtische trugen Platten aus Jade, so dass keine Tücher ihre Schönheit zudecken durften. Saint-Germain bat alle, in liebender Aufnahme des großen Überflusses und Ausströmens der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart das Haupt zu neigen. Als er seine Dankesworte an die Quelle alles Lebens beendete, erschien das ganze Tischgedeck. Alles Geschirr bestand aus rosa Porzellan, verziert mit duftigen Moosrosen. Die silbernen Messer, Gabeln und Löffel hatten Griffe aus Jade. Zur Rechten jeden Gastes erschien ein Becher aus gemeißelter Jade, gefüllt mit golden sprühendem Nektar. Bald lag ein Brötchen von etwa 5 cm Durchmesser auf dem Teller. Jeder Gast wurde persönlich bedient, als ob er alles selbst bestellt hätte, denn jeder bekam im Überfluss das, was ihn am meisten freute. Es folgten viele Arten süßer Früchte in großen goldenen Schalen. Und zum Nachtisch eine Art Früchte, Schlagrahm in Kristallschüsseln. Alles erschien lautlos, ohne dass auch nur ein Teller leise klirrte. Nach dem Mahl erhob sich Saint-Germain und begann: Die großen, aufgestiegenen Meister hatten den Wunsch, euch sehen und wissen und Nahrung kosten zu lassen, die unmittelbar aus dem allgegenwärtigen kosmischen Stoff erzeugt wird. Ihr wisst, er ist der reine elektronische Stoff, der die Unendlichkeit erfüllt und aus dem alle Formen erschaffen worden und alle Gestaltung hervorgebracht wird. Dieser unbegrenzte Stoff rings um euch gehört euch, damit ihr ihn handhabt, ihn in Formen gießt, ganz unbegrenzt, solange ihr fest und aufrichtig genug, ununterbrochen
zur mächtigen Ich-Bin-Gegenwart in euch steht. Dieses herrliche, engelgleiche Wesen, das euer wahrhaftes, inneres Selbst ist und stetig seine Energie in euer physisches Gehirn und den Körper strömen lässt, ist der individualisierte Gott in euch, als Punkt im Universum. Um hier diesen kosmischen Stoff in die Form zu prägen, die ihr bestimmt. Die Menschen, die die mächtige Ich-Bin-Gegenwart nicht erkennen können oder wollen, haben keinen Anteil an der Freude und Freiheit dieses großen Überflusses, der sich erst durch unmittelbare Verdichtung nutzen lässt. Ihre Gefühle der Furcht, des Zweifels, des Hasses, des Ärgers, der Selbstsucht oder triebhafter Lust bauen eine undurchdringliche Mauer um sie und sperren die Kraft und Vollkommenheit des Lichtes, das so gerne durchbrechen möchte, aus. Der große, allweise Schöpfer vollkommener Form im ganzen Weltraum bildet diese Formen nach den Mustern der Vollkommenheit. Mit anderen Worten, nach dem Gesetz göttlicher Liebe. Dieses benutzt immer den ruhigen, harmonischen Weg der Anziehung. Gefühle von Furcht, Zweifel und ähnlichen Regungen bergen in sich eine Schwingungsrate, die Formen zerbricht und Stoff zerstört. Dem steht die Liebe, die Harmonie und Ordnung genau entgegengesetzt gegenüber. Der Einzelne, der die mächtige Ich-Bin-Gegenwart anerkennt, geht mit ihr eine bestimmte Beziehung ein und hält in seiner Persönlichkeit ohne Unterbrechung ein Gefühl göttlicher Liebe wach. In ihm sind alle Werke, wie ihr sie heute Abend miterlebt, zu vollbringen möglich. Jetzt schon, in diesem Leben. Dies Festessen wollte euch auf eurem Pfade ermutigen, erleuchten und kräftigen. Die Kraft der Verdichtung, in Klammer, Präzipation, Niederschlag aus dem Unsichtbaren, die heute Abend hier verwendet wurde, ist in jedem Individuum vorhanden und kein Mythos. Wendet euch eurem eigenen, mächtigen Meister im Innern zu. Das wird euch befähigen, das Ich Bin anzuerkennen. Wendet euch ihm ohne Unterlass zu, damit seine mächtige Kraft freigesetzt wird und die Weisheit der aufgestiegenen Meister euch finden und all euer Tun lenken kann. Sprengt die selbstgeschaffenen Fesseln, die euch einschnüren, und erlebt, welche Lawine guter Dinge die mächtige Ich-Bin-Gegenwart ständig für euch bereithält, denen ihr bewusst gebieten könnt, wenn ihr nur eure Gefühle mit göttlicher Liebe aufladet und im Tempel, in eurem Gemüte und Körper für Ordnung sorgt. Nun möchte unser guter Bruder Daniel Rayburn einige Worte an euch richten. Als Rayburn sich erhob, fühlten wir ein freudiges Beben durch den ganzen Saal schwingen. Länger als eine halbe Stunde strömte er wunderbare Weisheit mit solcher Kraft aus, dass er jedes Wort wie mit Feuer in das Bewusstsein jedes Anwesenden zu brennen schien. Er sprach mit der Überzeugung eines Wesens, das über mehr als menschliche Kraft verfügte. Chananda dankte unseren wundervollen Gästen mit einigen tief gefühlten Worten und bat sie, bald wieder unter uns zu weilen. Darauf stand Saint-Germain noch einmal auf und sagte abschließend:
gütigster Gastgeber und Freunde. Ich möchte eurem Rate das ganze verwendete Tischgedeck für künftigen Gebrauch schenken. Schaut her. Sogleich erschien alles wieder auf den Tischen, so rein und frisch, als ob es nie benutzt worden wäre. Mitten in diesem fröhlichen Geschehen stellte sich eine herrliche Vase aus gemeißelter Jade und gefüllt mit wunderbaren roten Rosen auf jeden Tisch. Der hohe Spender sagte schlicht: Dies alles kommt zu euch, geliebte Freunde, mit der Liebe und dem Segen der aufgestiegenen Meister. Möge es euch allen auf immer ein liebes Andenken bleiben. Mit dem Wort Auflösung fand das Fest sein Ende. Nun eilten wir zu unserem geliebten Bruder Saint-Germain, zu Nada und Darlene Rainborn. Die Eltern hielten ihre Kinder lange liebreich in den Armen. Mutter Nada auch Bob. Als sie ihn freigab, sagte sie: Meine gesegneten Kinder, ich beglückwünsche euch zu eurer Liebe und Verehrung des Lichtes. Reiche Früchte warten euer, denn am Ende einer zweijährigen Prüfungszeit ist für euch eine große Überraschung vorgesehen. Bis dahin werden wir euch an eurem Bestimmungsort in Indien öfter sehen. Und nun haben wir zu arbeiten. Daher gute Nacht und Gottes Segen. Sie verneigte sich vor Shananda und Naya und gemeinsam mit Saint-Germain verschwanden sie. Wie sollten wir unserem Gastgeber für diesen wundervollen Abend danken? Er sagte uns nun, wir würden früh am nächsten Morgen nach unserem Bestimmungsort abreisen, da unsere dortige Arbeit sich nicht mehr aufschieben lasse. Sogleich kehrten wir in unseren Wohnwagen zurück. Shananda wünschte uns gute Nacht und ordnete an, dass wir unterwegs frühstücken sollten. Er werde uns wieder treffen, ehe wir Simla erreichten. Wir fuhren um 7 Uhr ab und hofften, in Lucknow, Delhi und Simla zu halten. Doch wir erhielten die Weisung, keine Zeit mehr zu verlieren, sondern gleich an unser Reiseziel in den Himalaya-Bergen zu eilen, das für viele Monate unser Heim sein sollte. Wirklich war nichts anderes wichtig, als diesem Befehl zu gehorchen. Nur wer das Licht in sich selbst ernstlich freizusetzen sucht, kann diese Empfindung voll erfassen. Nichts ist wirklich wichtig als die Ganzheit Gottes und jene Geschehnisse, die das Licht freisetzen. Gaylord hatte den Auftrag bekommen, uns in Benares auf der Fahrt nach Norden zu treffen, um während des Restes unseres Aufenthaltes in Indien bei uns zu bleiben. Wir fuhren durch herrliche Gegenden. Wir sprachen darüber, was moderne technische Ausrüstungen hier für Wunder wirken und Indien in den schönsten Garten der Erde verwandeln könnten. Ihre zahllosen Flüsse könnten ein wahres Paradies gestalten helfen, denn Indien beginnt, seine Schwingen wieder zu regen und seine Industrien werden wieder aufblühen. Es wird zu jenen erhabenen Herrlichkeiten, die es mehrmals in seiner Vergangenheit schon erreichte, wieder zurückkehren, trotz der vernichtenden Einflüsse, die in den letzten 2 oder 3 Jahrhunderten an ihm nagten. Indiens große Fragen müssen erst noch gelöst werden, im Sinne vollkommener göttlicher Ordnung. Ihre wimmelnden Millionen werden noch Gelegenheit erhalten, das Licht,
die göttliche Gegenwart, die ihnen innewohnt, zum Ausdruck zu bringen. Es gibt ein großes kosmisches Rad des Fortschreitens, das unsere ganze Erde umfasst. Es regiert die Ausweitungen des Lichtes im ganzen System, zu dem unser Planet gehört. Erreicht dieses Rad einen gewissen Punkt, und dieser ist näher als die Menschheit vermutet, dann werden gewisse Kraftstrahlen sich auf die Erde richten. Dann wird der Widerstand gegen das höhere Gute, der durch winzige, selbstsüchtige Persönlichkeiten und dahin dämmernde Gemüter heute noch aufgebracht wird, nichts weiter sein als Spreu in einem starken Winde. Ihre Anstrengungen werden keine Wirkungen mehr haben und sie selbst werden gezwungen, einer Kraft zu gehorchen, die viel größer ist als ihre eigenen selbstsüchtigen Begierden. Rasch ging der Tag dahin. Nach dem Abendessen gingen wir in Gaylords Abteil und fragten ihn nach seinen Erlebnissen. Erst wollte er nichts sagen und nahm uns das Versprechen ab, nichts auszuplaudern. Er erzählte kurz aus einer seiner Verkörperungen in Südamerika in der Inka-Kultur. Damals war auch Leto mit ihm. Mehr als 3 Stunden lauschten wir in größter Spannung dem damaligen Geschehen. Wir lebten mehrmals so stark mit, dass uns die Tränen kamen, ohne dass wir es gleich bemerkten. Zuletzt sagte er uns, er besitze die alten Urkunden, in denen Inka-Zeichen alle wesentlichen Geschehnisse seines damaligen Lebens bewiesen. Sie waren heroischer Art. Und weil er und Leto damals für das Recht einstanden, offenbarte uns das Licht, dass beide in sich dadurch freisetzten, ihre Freiheit. Am nächsten Morgen begrüßte uns Chananda und sagte, er habe Anordnungen getroffen, damit wir von der Endstation der Bahnfahrt sogleich weiterreisen könnten. Er bemerkte dazu, ihr müsst dort eintreffen, bevor der kosmische Kreis einen gewissen Punkt erreicht. Als wir den Zug in Simla verließen, brachte uns Chananda weiter zu einer Verbindungsstelle. Sie war von einer hohen Mauer umgeben. Als wir durch das Tor traten, wartete dort eine Karawane auf uns zum Abmarsch bereit. Die Diener brachten unser Gepäck und wir bestiegen kleine Bergpferde. Chananda befahl, sogleich abzureiten, und sein geheimnisvoller Einfluss reichte so weit, dass niemand merkte, dass wir die Stadt verließen. Bald schon befanden wir uns in hohen Bergen und ritten längere Zeit an einem herrlichen Bache entlang. Der Pfad stieg stetig höher und führte plötzlich um einen vorspringenden Felsen zu einer Öffnung an der Seite des Berges. Ohne Zögern führte Chananda uns dort hinein. Bald leuchtete die ganze Höhle in mildem, weißem Lichte auf. Es schien, als folgten wir dem Bette eines unterirdischen Wasserlaufs. Wir betraten diesen Tunnel gegen Mittag und durchschritten ihn bis 16:30 Uhr. Als wir ihn verließen, befanden wir uns in einem wunderschönen, sonnenerfüllten Tale, etwa 6 Kilometer lang, an der breitesten Stelle 3 Kilometer, in seiner ganzen Länge von einem lieblichen Bache durchrieselt. Das Klima war halb tropisch, und da das Tal von Osten nach Westen lief, schien die Sonne fast den ganzen Tag hinein. Die Nordwand ragte hunderte von Metern senkrecht in die Höhe. Am westlichen Rande schwebte ein Wasserfall wie ein Brautschleier herab ins Tal.
Die seltensten süßen Früchte und Gemüse gediehen in reichster Fülle. Ich fragte mich, ob dies der Ort sei, von dem Gaylord uns von seinem früheren Aufenthalt in Indien erzählte. Sogleich beantwortete er meinen Gedanken und sagte: Nein, dies ist nicht der erwähnte Ort. Wir sind weit davon entfernt. Wir näherten uns einem großen Gebäude und unwillkürlich rief ich den anderen zu: Dies ist der Lichtpalast. Zu meiner großen Verwunderung gab Gaylord zur Antwort: Ja, das ist richtig. Unter diesem Namen ist er allen, die diesen Geheimort betreten, bekannt. Als wir durch den Eingang der ganzen Anlage ritten, machten ihre Größe und Schönheit einen gewaltigen Eindruck auf uns. Sogleich liebten und bewunderten wir diesen Ort. Wir stiegen ab und Diener führten die Pferde zu einer Gruppe niedriger Bauten, die fast einen Kilometer jenseits des Baches lagen. Shananda führte uns weiter zum Eingang des Hauptgebäudes. Als wir näher kamen, schwiegen wir tief ergriffen, ob der Pracht und Vollendung seiner Bauart. Es war aus reinem weißem Onyx erbaut, 4 Stockwerke hoch und trug in der Mitte eine große Kuppel. Als wir die Treppe hinaufstiegen, kündigte eine herrliche Glocke unsere Ankunft an und hieß uns als Gäste willkommen. Nun schwang das große Tor auf. Naja stand dort und begrüßte uns. Shananda zeigte durch sein strahlendes Lächeln die Freude über unsere Überraschung. Er sagte glücklich: Hier sind wir daheim. Wir heißen jeden von euch herzlich willkommen. Es ist euer Heim, solange ihr zu bleiben und wann immer ihr später wiederzukehren wünscht. Ihr werdet seidene Gewänder und Unterkleider in euren Zimmern vorfinden, die ihr während eures hiesigen Aufenthaltes tragen könnt. Sie werden sich weder beschmutzen noch abnutzen. Tragt sie ohne Bedenken. Wir wurden in unsere Räume im 2. Stockwerk geführt, wo wir das ganze Tal überblickten. Sie waren ein Traum von Schönheit, auserlesen, behaglich und mit jeder möglichen Bequemlichkeit mit allem Luxus ausgestattet. Wir erfrischten uns vor dem Essen und zogen die bereitliegenden Seidengewänder an. Wir konnten es nicht unterlassen, sie mit unseren Reisekleidern zu vergleichen. Das Gewebe unserer neuen Gewänder war ein verdichteter Stoff so edler Art, dass keine technischen Hilfsmittel ihn je herstellen könnten. Nichts in der äußeren Welt glich ihm. Es schimmerte in blendendem Glanze und fühlte sich innen dick und weich an, wie Flaum. Zu jedem Gewand gehörten Gürtel aus gleichem Stoff, reich mit Edelsteinen geschmückt, und Sandalen in der schönsten Form, passend zum Kleide. Im Augenblick, da wir die Gewänder um uns legten, durchwogte uns ein herrliches Gefühl der Leichtigkeit, als ob wir in der Luft schwebten. Die Wirkung war erstaunlich. Wir konnten unser Glück kaum fassen, als wir dieses neue Wunder betrachteten und wieder das gesegnete Wesen dieser aufgestiegenen Meister empfanden, die bei derart höchsten Kräften und Fähigkeiten doch in ihrer liebenden Gemeinschaft und Freundschaft so einfach und natürlich waren. Schon luden uns die Glocken zum Essen ein. Wir gingen zum Empfangsraum im 1. Stock, wo die Frauen unserer Gruppe uns in ähnlichen Gewändern erwarteten. Shananda bot Pearl seinen Arm und führte uns in ihr privates Esszimmer, wie er erklärte. Es war groß genug,
um mindestens 40 Menschen mit aller Bequemlichkeit zu bewirten und prachtvoll in Weiß und Violett geschmückt. Zu unserer Verwunderung bemerkten wir, dass die Sessel denen im Turmzimmer der Diamant Ranch in Amerika glichen, nur dass sie mit violettem statt mit blauem Seidensamt gepolstert waren. Nahe dem Ende des Raumes stand ein mächtiger Tisch aus Teakholz, an dem wenigstens 20 Personen Platz hatten, reich eingelegt mit einem Stoff, der wie Gold aussah. Er war aus dem Unsichtbaren verdichtet. Nahe dem anderen Ende befand sich ein Tisch gleicher Größe aus weißem Onyx, die Platte ebenfalls aus verdichtetem Stoff, mit Violett und Gold eingelegt. Gerade innerhalb jeder Stelle, wo ein Essteller zu liegen kam, war eine weiße Rose mit zartrotem Innenteil in die violette Fläche eingelegt. In der Mitte des Tisches zwei gefaltete Hände in herrlichstem Golde. Schönheit und Vollkommenheit dieser aus dem Unsichtbaren verdichteten Dinge lassen sich unmöglich in Worte fassen, denn jeder andere Stoff könnte eine gänzlich andere Wirkung haben. Wir setzten uns. Shananda sprach aus der Tiefe seines Herzens Worte der Verehrung zur höchsten Gegenwart des Lebens. Wir in der äußeren Welt können uns nicht vorstellen, wie unaufhörlich diese großen aufgestiegenen Meister den großen Spender alles Guten preisen. Sogleich nach diesen Worten brachten zwei dunkelhäutige Diener das Tafelgerät, gefolgt von einem herrlichen Mahl. Nussbrot, süßer Salat, warme Semmeln und zum Nachtisch den köstlichsten Fruchtpudding, den ich je genoss. Das Getränk, das zum Mahl gegeben wurde, nannte Shananda einen goldenen Wein. Er war nicht berauschend, doch wundervoll belebend. Wir frühstücken um 9 Uhr und haben die Hauptmahlzeit um 5:30 Uhr, wenn nicht besondere Anlässe eine Verschiebung erfordern. Wir gehen spätestens um 11 Uhr schlafen und stehen um 6 Uhr auf. Schalen mit frischen Früchten und Honigkuchen werden jeden Tag in euren Zimmern stehen, falls ihr in der Zwischenzeit Hunger bekommt und etwas essen möchtet. Ihr seid hier, um eine Schulung zu beginnen, die euch für dauernd höher stimmen und eure Herzen mit großer Freude erfüllen, jedoch zu Zeiten auch höchster Krafteinsatz erfordern wird. Morgen werde ich euch unseren Bau zeigen. Ich erhielt Mitteilung, dass wir morgen Abend durch die Gegenwart des Rates aufgestiegener Meister und im Besonderen des großen göttlichen Leiters hoch geehrt werden. Es wird selten geschehen, selbst vor solchen, die weit vorgerückt sind. Ich fühle, eine gewaltige, besondere Schicksalsfügung steht bevor. So geht denn heute Abend früh schlafen und erlebt zum ersten Mal, was es heißt, in der Umarmung des Lichtes zu ruhen, eines Lichtes, das selten gesehen wird. Und nun lasst uns ins Musikzimmer gehen, denn Naya vernahm etwas von euren herrlichen Stimmen und möchte euch nun gerne singen hören. Als wir den Musiksaal betraten, sahen wir eine Orgel und ein Klavier. Sie erschienen uns genau doppelt so groß wie die Instrumente in Saint-Germains Geheimort in der Höhle der Symbole in Amerika. Doch fanden sich auch mehrere kleinere Musikinstrumente vor und eine wunderschöne Harfe. Naya setzte sich ans Klavier und ließ ihre Finger leicht über die Tasten gleiten. Das Instrument antwortete wie ein lebendiges Wesen,
auf den Zauber ihrer Berührung. Nada und Rex sangen ihr arabisches Liebeslied. Das Quartett folgte mit mehreren Stücken, die alle in großer Freude aufgenommen wurden. Geliebte Freunde, sagte Chananda, ihr seid mit Gottes Wundergaben reich gesegnet und werdet durch sie in eurem Dienst an der Menschheit viele erreichen und beglücken können. Wir fragten, ob sie uns etwas spielen möchten. Gern willigten sie ein. Sie schauten sich kurz an, dann setzte sich Chananda auf die Orgelbank. Zu Beginn verharrten sie in tiefer Versenkung. Die Schwingungen in der Atmosphäre um uns begannen sich zu erhöhen. Und nun wogte die Musik heran, wie ein Ozean des Klanges, als ob eine große Seele in die Verzückung ewiger Freiheit eintauchte. Legionen des Lichtes hießen sie willkommen, wie eine neue Sonne, die im Weltenraum aufgeht. Die beiden modulierten von einer Nummer zur anderen, bis sie vier Stücke gespielt hatten. Als sie zum Schluss kamen, waren sie so hochgestimmt und glücklich, dass wir uns nicht zu rühren vermochten. Wir versuchten, unsere Wertschätzung, Dankbarkeit und Freude in Worten hervorzustammeln. Naya verstand dies und sagte schlicht: Die mächtige Ich Bin-Gegenwart tut alle Dinge, wenn zwischen dem Menschlichen und dem Meister selbst kein Hindernis mehr besteht. Denn in diesem Falle wird alles Äußere tun in die lebendige Schwingung des inneren Lichtes gehoben. Froh wünschten wir alle einander eine gute Nacht und gingen in unsere Zimmer. Ich fragte mich, ob ich jetzt überhaupt zu schlafen fähig sei, steigerte daher die Vibration meines Körpers, schlief jedoch unversehens ein. Am Morgen erwachte ich mit der sehr lebhaften Empfindung, ich sei in meinem feineren Körper fortgegangen und durch ein geheimes, festes Tor in den Berg hinter dem Palast des Lichtes gelangt. Dort betrat ich eine Reihe von Höhlen mit Beweisen unvorstellbar alter Kultur, von denen die äußere Welt keinerlei Ahnung mehr hat. Als wir uns beim Frühstück trafen, fragte ich Chananda nach der Bedeutung meines Erlebnisses. Sein Gesicht leuchtete in seinem wunderbaren Lächeln auf und er erklärte: Mein guter Freund, du hast eine große Wahrheit geschaut und ich versichere dir, sie ist wirklich. Zu gegebener Zeit wirst du mit deinen eigenen Augen sehen, was dir die innere Sicht zeigte. Dein Erlebnis überzeugt mich von der großen Bedeutung des Besuches unseres hohen Ehrengastes von heute Abend. Wahrlich, meine lieben Freunde aus Amerika, ihr seid bereit für das volle Licht. Ich warte nur auf den Befehl meines Vorgesetzten, um euch dann viele echte Wunder zu enthüllen. Jeder von euch ist durch unzählige Erfahrungen geschritten. Die volle Erinnerung wird euch bald offenbar werden. Ihr werdet in großen Sprüngen vorwärts kommen und ihr werdet staunen. Kommt nun, wenn ihr bereit seid. Ich möchte euch viele der Wunder dieses Geheimortes vorführen. Wir gingen zuerst zur Kuppel in der Mitte des Gebäudes, einem kosmischen Observatorium, wie Chananda es nannte. Hier fanden sich viele Instrumente, die den Wissenschaftlern der äußeren Welt gänzlich unbekannt sind. Eines davon war ein Absorptionsreflektor,
der das Bild des gewünschten Gegenstandes durch die ätherischen Strahlen an sich zog und dann auf den Beobachter zurückstrahlte. In seinem Bau war er einfach, doch nicht in der Güte des Stoffes, aus dem er gefertigt war. Shananda erklärte, dass die ätherischen Strahlen etwas anderes seien als die kosmischen Strahlen der Wissenschaftler der äußeren Welt. Ein anderes Instrument nannte sich Lichtprojektor. Er ermöglichte, auf unglaubliche Entfernung hin einen lebengebenden oder einen lebenzerstörenden Strahl zu senden. Ein Radiofernseher stellte in seiner Vollkommenheit das Wunder aller Zeiten dar. Wir besichtigten noch mehrere andere Erfindungen dieses Kuppelsaales und stiegen dann die Treppe hinab ins nächste Geschoss, in einen großen Ratssaal mit Platz für 700 Personen. Die Wände bestanden aus herrlichem, milchig-weißem Onyx mit wundervollem blauen Besatz. Auf dem Fußboden lag ein dicker Teppich aus dem gleichen Märchenblau. Auch hier fanden sich die herrlichen Sessel wie im Speisesaal, doch mit demselben weichen, reichen Blau gepolstert wie der Schmuck des Saales. Fenster waren keine da. Der Saal umfasste nahezu das ganze Stockwerk. An der Seite standen auf einem Podium ein Altar und ein goldener Stuhl. Etwas Vollkommeneres ließe sich nicht ersinnen. Der Hauptteil des Altars war verdichtetes Gold, doch das Oberstück bestand aus einem anderen verdichteten Stoff, dessen blaue Schattierung an Violett grenzte, der selbst jedoch in silberner Strahlung leuchtete. Ein Goldstreifen von rund 5 cm Breite bildete die Kante. Der Stuhl trug die gleichen Merkmale wie der Altar. Sein Sitz war blau poliert. Die Lehne ragte bedeutend über die Kopfhöhe hinauf. Wir stiegen weiter hinab ins Erdgeschoss, dessen Räume für elektrische und chemische Versuche eingerichtet waren. Wir schritten in der Mitte der Westwand vorüber, als ich plötzlich stehen blieb und zu Shananda sagte: Hier ist der Ort, wo ich letzte Nacht in meinem feineren Körper die Höhlen betreten habe. Kannst du eine Tür oder einen Eingang sehen? Fragte er mich mit sehr ernsthaftem Ausdruck des Gesichtes. Nein, gab ich zur Antwort, doch es ist hier. Ich weiß es bestimmt. Nun lächelte er, sah mich ziemlich neckig an und bemerkte: Du hast recht, es ist hier. Ich freue mich, dass du dich in deinen Überzeugungen nicht erschüttern lässt. Habe Geduld, du wirst alles zu sehen bekommen. Wir kehrten in die große Empfangshalle zurück. Dort fragte ich: Wie kommt es, dass andere Schüler und Menschen den Eingang zu diesem Ort nicht sehen und den Zugang in solch ein Paradies nicht finden? Gingest du zum Eingang, antwortete er, du würdest dort keinerlei Öffnung sehen. Als wir gestern eintraten, wurde sie danach wieder versiegelt, sodass nur fester Fels sichtbar ist. Was den Schutz betrifft, ist diese Eingangsstelle so undurchdringlich wie die Bergwand selber. Dieses Tal liegt seit mehr als 2 Jahrtausenden so unverändert, wie du es heute siehst. Der Mensch kann durch Benutzung der Lichtstrahlen oder kosmischen Lichtströme durch die mächtige Ich-Bin-Gegenwart auf ewig Zeit, Raum, Alter, Missklang und Begrenzung jeder Art auslöschen. Missklang ist in Wirklichkeit die erste Welle oder der Ausgangspunkt der Begrenzung.
hält der Einzelne in seinem Bewusstsein vollkommene Harmonie aufrecht, so steht ihm das Tor zu Gottes Reich, der Vollkommenheit, der Tätigkeit des Lebens ohne jede Begrenzung für ewig weit offen. Kommt nun weiter. Ihr werdet zwar sehr zu staunen haben, doch wenn ihr es wünscht, werdet ihr vieles lernen. Ihr kennt aus den arabischen Erzählungen aus 1001 Nacht den Zauberteppich. Ich will euch nun beweisen, dass es sich dabei um kein Märchen handelt. Er führte uns aus dem Palast auf einen wunderschönen Rasenplatz. Dort sahen wir etwas wie eine Kupferplatte in Form eines Quadrates von fast 5 Meter je Seite. 2 Jünglinge brachten einen prachtvollen seidenen Perserteppich in märchenhafter goldgelber Farbe. Auf Chanandas Anordnung hin breiteten sie ihn über die Kupferplatte. Dann fragte Chananda: Fürchtet sich jemand von euch, mit mir zu kommen? Wir schwiegen, traten auf den Teppich und sammelten uns auf seiner Mitte. Chananda begann, uns in ein lebhaftes Gespräch zu ziehen, was sonst nicht seine Art war, und bald begannen wir, uns immer leichter zu fühlen. Wir blickten hinunter und bemerkten, dass wir uns von der Erde erhoben und bereits 6-7 Meter hoch in der Luft dahinschwebten. Bald waren wir nahezu 20 Meter über dem Boden und näherten uns einem Wasserfall, der in seiner Schönheit märchenhaft glitzerte. Wir glitten leise über das Tal hinweg und erfreuten uns seiner entzückenden Lieblichkeit. Seid ihr bereit? So wollen wir die Berge beschauen, sagte unser Gastgeber. Wir stiegen weiter, auf fast 4000 Meter über dem Palast. Das Bild zu unseren Füßen war über alle Maßen gewaltig. Die eisbedeckten hohen Berggipfel funkelten in der Sonne wie Diamanten. Chanandas Gespräch und die herrliche Aussicht hatten uns derart gefesselt, dass wir weder an die Art unseres Beförderungsmittels dachten, noch Wechsel an Höhe und Temperatur verspürten. Wir fühlten uns völlig behaglich, da unser Gastgeber uns alle in seiner Aura umfangen hielt. Diese beherrschte alles in ihrem Umkreis und ließ uns nichts als die eigene Vollkommenheit des Meisters erleben. Wir schwebten rundumher, senkten uns dann wieder auf den Rasen vor dem Palast und stiegen vom Teppich. Unser geliebter Gastgeber lachte herzlich über unsere Bemerkungen und Ausrufe beglückten Staunens und freute sich darüber. Er erklärte: Meine geliebten Freunde, an der ganzen Sache, die ihr soeben miterlebt habt, ist nichts geheimnisvoll oder unnatürlich. Alles vollzieht sich nach einfachen, unveränderlichen Gesetzen, die jeder Einzelne ohne Einschränkung in Wirksamkeit setzen kann, wenn er nur will. Warum spürten wir die Höhe nicht? Fragte jemand. In Gottes vollkommenem Reich, das heißt, in der ich bin Gegenwart, gibt es nichts als Vollkommenheit, nur das Gefühl der Harmonie, daher auch kein Gewahrwerden eines Unterschiedes an Höhe oder Temperatur. Gedanken der Vollkommenheit und Gefühle der Harmonie sind einfach Geschwindigkeitsgrade der Vibration, die das Bewusstsein dem Stoffe auferlegt und die der Energie die Eigenschaften geben, die sich als Vollkommenheit auswirken. Vollkommenheit kann ohne Liebe nicht existieren, denn dies ist die höchste Schwingungsstufe im Universum und die oberste und machtvollste Tätigkeit. Sie beherrscht alles,
was weniger ist als sie selbst. Wohl hattet ihr noch euren physischen Körper, während ihr auf dem Teppich und in meiner Aura waltet. Doch konntet ihr bewusst nur jene Vollkommenheit gewahren, die auf alle Zeiten in meiner Aura ist. Denn alle aufgestiegenen Meister senden nur die Schwingungen aus, die der Ton der göttlichen Liebe ist. Daher muss auch alles andere unserem Bewusstsein und der Vollkommenheit unserer Liebe gehorchen. Unser nächster Schritt wird nun sein, die kosmischen Schalter drehen zu lernen, damit ihr jeden Weg, den ihr zu gehen wünscht, erleuchten könnt. Schalter und Schlüssel sind in euch selbst. Das Licht ist in euch selbst und rings um euch auch. Doch nun kehrt in eure Zimmer zurück und sinnt nach über den blendenden, unergründlichen Geist Gottes, die mächtige Ich Bin-Gegenwart in euch selber. Wir gehorchten, und noch nie hatten wir die Versenkung so leicht und wunderbar gefunden. Um 5:30 Uhr riefen herrliche Glocken durch das Haus zum Essen. Shananda saß am oberen, Naya am unteren Ende der Tafel. 2 Minuten verweilten wir in vollkommener Stille. Dann wurde ein Oval goldenen Lichtes mit einer leicht rosa Tönung sichtbar, legte sich als Kreis um die Tafel und umgab unsere Häupter während des ganzen Mahles. Es weckte in uns die wundervollste Empfindung. Nach dem Essen erteilte uns Shananda gewisse Anweisungen und sagte: Kehrt nun in eure Zimmer zurück. Legt euch flach mit ausgestreckten Armen auf den Rücken und regt 1 Stunde lang nicht einen Muskel. Darauf badet, salbt eure Körper mit dem flüssigen Lichte, das ihr zu eurer Verwendung vorfindet, und kleidet euch wieder in eure Hausgewänder. Wir taten es. Als das flüssige Licht unsere Körper berührte, durchschauerte uns eine Kraft und eine Friede sondergleichen. Als wir die Märchengewänder um uns legten, sahen wir das milde, weiße Licht wohl 1 Meter weit aus unseren Körpern strahlen, und ein wundervoller Rosenduft entstieg ihm. Doch bei jedem von uns wies dieser Duft feine persönliche Unterschiede auf. Nun riefen uns die Glocken in die Empfangshalle. Dort bemerkten wir, dass das Licht unserer Freunde dem unseren glich, nur dass die Strahlung um Leto, Elektra, Gaylord und seinem Freund heller war und weiter reichte als bei uns. Um 7 Uhr, sagte Shananda, werden wir in den großen Ratssaal gehen. Er führte uns den Weg entlang. Wir nahmen vor dem Altar Platz, Leto und Gaylord in der Mitte und wir anderen neben ihnen. Shananda setzte sich ans Ende zur Rechten, Naya zur Linken. Gerade hinter uns saßen unser geliebter Meister Saint-Germain, Nada und Daniel Rayborn, umgeben von 200 aus der Schar der aufgestiegenen Meister. Nach wenigen Augenblicken erleuchtete das milde weiße Licht mit dem rosa Schimmer die ganze Halle, und Shananda forderte uns auf, in die tiefste Meditation zu versinken und die mächtige Ich Bin-Gegenwart in unseren eigenen Herzen zu verehren. Große Stille kam über uns und umfasste uns immer tiefer. Lange verharrten wir in ihr, bis der Klang der wundervollsten Stimme
die jedes Atom unseres Gemütes und Körpers durchlebte, an unser Ohr schlug. Wir öffneten unsere Augen und sahen vor uns ein wunderbares Wesen stehen. Diese große herrliche Gegenwart verkörperte in vollkommenem Ausgleich alle höchsten männlichen und weiblichen Werte und Eigenschaften und hielt sie auf ewig unter seinem bewussten Befehl der Weisheit und Kraft der Ewigkeit vereint. Dieses erhabene Wesen war nahezu 2 Meter hoch. Sein Haar fiel wellig auf die Schultern und leuchtete wie Sonnenschein auf Gold. Seine Gewänder glitzerten in Lichtpunkten wie von großen Juwelen, aus denen die gewaltige Strahlung der Kraft, die seiner bewussten Lenkung willig gehorchte, stetig hervorblitzte. Der Gürtel um seine Lenden funkelte von vielen Saphiren und Diamanten. Ein herabhängender Streifen reichte bis etwa unter die Knie, auch er im Glanze edelster Gesteine. Später erfuhren wir, dass diese Juwelen verdichtetes Licht waren. Daher breiteten ihre unaufhörlich flammenden Strahlen derart gewaltige Kraft um sich aus. Dieses herrliche, erhabene Wesen ist als der große göttliche Leiter bekannt geworden. Er ist der große kosmische Meister, unter dem Jesus Saint-Germain, Meister Kutumi Lalsing, geschult wurden. Seine große Liebe und weitreichende Obhut umfangen viele dieser Schüler, auch jetzt noch oft. Keine Worte irgendeiner Sprache vermögen diesem erhabenen Wesen gerecht zu werden. Wenn seine Schüler von ihm reden, so sind sie vor seinem mächtigen Lichte so winzig wie wir vor ihnen selbst. Oh, mögen doch die Menschen von Amerika und der ganzen Welt mehr von diesen großen gesegneten Wesen wissen und die Freude, die mich über mein äußeres Selbst hinaushebt, mit mir teilen können. Nun machte der große göttliche Leiter das kosmische Zeichen der aufgestiegenen Meister und sagte: Geliebte Kinder ewigen Lichtes, groß ist die Freude der Schar der Aufgestiegenen, hier versammelt zu sein. Die Gesegneten vor mir sind bereit für unsere Mithilfe, denn ihre Körper können nun erhöht werden und sie selbst können in die wahre Freiheit eintreten. Geliebter Saint-Germain, du hast diese Kinder des Lichtes während Jahrhunderten geduldig und liebreich geleitet und gelehrt. Dein Werk bringt nun seine Früchte, denn es ist in vortrefflicher Art erfüllt. Ist sonst noch jemand da, der dafür zeugen möchte, dass sie bereit sind, ins Licht einzutreten? Sogleich erhob sich Shananda als unser Bürge und sprach: Höchster Meister, ich bezeuge Ihre Bereitschaft. Und der große göttliche Leiter fuhr fort: Dann wollen wir Ihnen Körper geben, die es bisher auf Erden noch nicht gab, auf dass Sie als lebendige Beispiele vor der Welt stehen und die Erfüllung des Gesetzes der Liebe und des Lichtes offenbaren können. Diese werden den Körpern der aufgestiegenen Wesen gleich sein und doch in ihrer Erscheinung dem höchst entwickelten Menschen der Erde, der äußeren Welt entsprechen. Unter ihrer Herrschaft
stellen wir die unbegrenzte Verwendung der kosmischen Energie und die Lenkung der mächtigen Lichtstrahlen. Sie werden der Menschheit Seite an Seite dienen, gemeinsam mit ihrem geliebten Meister, der sie so liebevoll bis zu diesem Punkt leitete. So nehme ich euch alle von nun an auf in meine ewige Umarmung des Lichtes. Die zweijährige Schulung, die sonst erforderlich ist, betrachten wir als geleistet. In 2 Tagen werdet ihr erreichen, was bisher 2 Jahre erforderte. Denkt daran. In der Ich Bin-Gegenwart gibt es weder Zeit noch Raum. Sie ist allweise und allmächtig, und durch sie werden wir das atomische Hindernis für immer beseitigen. Bruder Shananda, nimm sie mit dir in die Höhle des Lichtes. Dort bleiben sie 2 Tage. Du salbst die männlichen Körper 3-mal jeden Tag. Unsere Schwester wird das Gleiche für die weiblichen Körper tun. Als der große göttliche Leiter seine Worte schloss, strömte aus seiner Stirn ein Strahl blendend kristallenen weißen Lichtes, ruhte auf dem Haupte eines jeden seiner Schüler und kehrte wieder in seinen Körper zurück. Sogleich folgte ein sehr kräftiger, mild goldener Strahl, flammte aus seinem Herzen in die Herzgegend der vor ihm Sitzenden, ruhte auf ihr und kehrte wieder in seinen Körper zurück. Er hielt eine Weile inne und schien die Stärke eines jeden abzuwägen. Daraus erkannte er die Krafthöhe ihres eigenen Lichtes. Im nächsten Augenblick flammte ein blendend weißes Licht aus seinem ganzen Wesen, breitete sich in flächenartiger Strahlung aus und umgab alle unsere Körper. Innerhalb dieses mächtigen Stromes flossen Kraftwellen in die Füße jeden Schülers ein und traten am Scheitel des Hauptes wieder aus. In diesem Augenblick überschatteten sie wie Flügel ganz kurz den Körper und wurden aufgezehrt. Die Farbe des Lichtes wurde zum zarten Rosenrot, wandelte sich wieder in mildes Gold und mischte sich nach und nach zu einem Violett von einer Tönung, wie sie die äußere Welt noch nie sah. Unser inneres Schauen und Hören wurde auf ewig geläutert und zu unserem stetigen Diener gemacht. Und nun wurde das Licht zu solch blendendem Weiß, dass wir gezwungen wurden, unsere Augen zu schließen. Doch sogleich öffneten wir sie wieder, genötigt durch einen inneren Befehl der Gegenwart. Das große Wesen vor uns war nun fast erschreckend anzublicken. Solche gewaltige Hoheit und Kraft strömte von ihm aus. Die aufgestiegenen Gäste waren verschwunden. Wir befanden uns allein mit diesem blendenden himmlischen Gesandten der Gottheit. Er sagte mit einer Stimme so mild, als wenn eine Mutter ihr Kind liebkost: Ihr alle seid, jetzt und auf ewig, ein Teil meiner Liebe, meines Lichtes und meiner Weisheit. In 1 Stunde werde ich bei euch in der Höhle des Lichtes sein.
Damit zog er den Strom des Lichtes wieder in sich hinein und verschwand. Kommt, sagte Chananda. Als wir aufstanden, hätten wir ebenso leicht schweben wie gehen können. Wir begaben uns ins Erdgeschoss zu der Stelle, wo ich in der Nacht in meinem feineren Körper durch das Tor geglitten war. Nun stand das Tor vor uns, genau wie ich es sah. Chananda legte seine Hand daran. Langsam und stetig öffnete es sich, ein wuchtiges Gebilde, viele Tonnen schwer. Wir betraten einen engen Durchgang, der plötzlich in mildem weißem Licht aufleuchtete. Die glatt polierten Wände strahlten es aus. Wir mussten einen guten halben Kilometer gegangen sein, als wir vor ein zweites Tor kamen, weniger wuchtig als das erste, doch mit sehr alten Schriftzeichen wundervoll verziert. Es öffnete sich auf Chanandas leichte Berührung hin. Wir schritten in eine Höhle von wunderbarer Schönheit, ähnlich der zweiten Kammer in der Höhle der Symbole in Amerika, nur viel größer. Die Höhle enthielt die gleichen Symbole, auch mit jenem blendenden, kristallenen Stoff überkrustet. Und dann traten wir vor ein Flügeltor aus festem Golde. »Wer sucht hier Eingang?« fragte plötzlich eine Stimme aus dem Äther. Chananda antwortete sogleich, »Kinder des Lichtes, die mehr Licht suchen, dein Licht und seine vollkommene Nutzung.« »Sprich den Namen«, befahl die Stimme wieder. Zusammen sprachen wir das Wort. Nun schwangen die Tore Gottes langsam auf. Das Innere machte den Eindruck von Weißglut eines mächtigen Hochofens. Und wieder sprach die Stimme, »Wer hier eintritt, lässt auf ewig sein Erdengewand hinter sich. Wer wagt es zuerst?« »Ich«, sagte Bob ohne Zögern, und wir anderen folgten ihm nach. 2 Tage und 2 Nächte später tauchten wir aus der ewigen Flamme wieder auf und trugen unsere neuen Körper der Unsterblichkeit. Nie mehr kann der Missklang der Erde sich ihnen einprägen. Als wir in die Empfangshalle des Palastes zurückkehrten, begrüßte uns dort der große göttliche Leiter mit unserem geliebten Saint-Germain, Nada und Dalian Rainborn. Er sprach zu uns, »Nun wird euer wirkliches Dienen beginnen. Alle, bis auf diesen Bruder«, er wies auf mich, »werden noch ein Jahr hier im Palast des Lichtes bleiben. Ihr seid nun wahre Sendboten der großen weißen Bruderschaft. Was eure irdischen Angelegenheiten betrifft, wird unser geliebter Meister Saint-Germain euch die nötigen Anweisungen erteilen.« Er machte das Zeichen der aufgestiegenen Meister, grüßte das Herz der großen Zentralsonne und erteilte uns seinen Segen mit den Worten, »Kinder des diamantenen Herzens, ich umhülle euch mit der goldenen Flamme meiner Liebe. Ich beschütze euch durch die Rüstung meiner Kraft. Ich erhöhe euch durch die Hand eurer eigenen Göttlichkeit. Ich segne euch mit der Fülle meines Lichtes. Ich übergebe euch das Zepter eurer eigenen Herrschaft. Ich nehme euch innig in die ewige Freiheit eures Erhobenseins, in jenes verzückte, höchste, die Gegenwart des diamantenen Herzens. Ich bin.«
Ein Blitz flammender Herrlichkeit füllte den Raum, bebte einen Augenblick und er war gegangen. Nun wandte sich Saint-Germain an uns und sagte: Vergesst nie, Geliebte, ihr seid der Gral, der Kelch des Lichtes, von dem alle Durstigen die Strahlung eures Wesens trinken mögen, denn ihr seid nun der Sieg der Liebe. Die Herrlichkeit der Liebe singt durch alle Unendlichkeit ihr hohes Loblied in steter Verehrung des Lebens. Gehorcht, meine gesegneten Kinder, ihrem zeitlosen Machtspruch. Gebt dem Herzen der Schöpfung den Gruß des Lichtes und steht auf ewig treu zum unsterblichen Ratschluss der Liebe. O ihr Kinder des Lichtes, ihr Flammen des Morgens, ruft den verborgenen Stern der Liebe an. Lasst seine Strahlen euch ein ewig Gewand höchster Lieblichkeit weben und tragt in euren Herzen das Juwel des heiligen Feuers. Lasst dessen Herrlichkeit euch durchströmen, damit das Zepter der höchsten Kraft euch werde. Sprecht nun den Machtspruch der Liebe, damit überall Vollkommenheit sei. Lauschet dem Klang ihrer Stimme, damit alle das Lied der Freude hören können. Blicket auf ihr Licht, damit die Flamme der sieben Elohim auf eurer Stirn ruhen möge. Haltet den Kelch flüssigen Lichtes und ergießt immerdar seine lebensspendende Essenz. Dann werden die Strahlen des diamantenen Herzens eurem Pfad erleuchten, und wenn der höchste Ordensritter sein Flammenschwert hebt, so werdet ihr Durchlass finden und von Angesicht zu Angesicht vor eurer eigenen Göttlichkeit stehen auf dem wahrhaften Altar des Lebens. Denn in jenem Allerheiligsten ist das eine, Allmächtige in flammender Herrlichkeit. Euer eigenes geliebtes Selbst, die magische Gegenwart, ich bin. In der Krone eures ewigen Sieges leuchtet ein doppelter Regenbogen. Das Ergebnis erfüllter Liebe, umfasst von aller Weisheit. Euer königliches Gewand der Würde ist gewebt aus den Taten der Liebe. Aus den Strahlen des Lichtes der magischen Gegenwart, ich bin. Diese kleiden auf ewig alle Wesen mit ihrer Strahlung und sind der Quell ewiger Jugend und Schönheit. Durch sie zieht euer Zepter zur Liebe, was ihr zugehört. Die Fülle der magischen Gegenwart, ich bin. Die Strahlen der sieben Baumeister reichen hoch hinauf und gießen ihre Liebe in glitzernden, blitzenden Strömen aus. Sie weben große Kraftströme in ein unvergänglich Gewand, in flammende Herrlichkeit und blendende Schönheit. Die Gaben der magischen Gegenwart, ich bin. O Kinder der Flamme, singt die Hymne der Schöpfung. Sie ist das Lied der Liebe, die Musik der Sphären, die den ganzen Weltenraum durchklingt in Verehrung und als Hymne der Lobpreisung. Die wahre Anbetung des Lebens, der magischen Gegenwart, ich bin. Lasst es durch euch strömen in ewig sich ausweitender Vollendung. Seid allen die Verzückung und Herrlichkeit des Lichtes. Kennt das Geheimnis des Einen. Seid überall Hauch
des Liebesodems und der Freude. Und spürt ihn stets, den großen Herzschlag im Innern der Flamme, die magische Gegenwart, ich bin.